Endlich mal normale Leute. So, also falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich bin hier auf dem Landesgruppentreffen der Landesgruppe Niedersachsen vom Deutschen Land Rover Club. Die halten jetzt gerade da hinten noch ihre Landesgruppenversammlung ab. Und ja, ich bin eigentlich nur hierher gefahren, weil man hier ein bisschen Offroad fahren kann. Ihr habt es ja gesehen. Und ein, zwei Nächte übernachten, sich mal mit ein paar Leuten unterhalten, die dasselbe Problem haben wie ich, einen Defender zu fahren. Und ja, ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und jetzt werde ich mal die Ruhe und die Gunst der Stunde nutzen und habe mir hier ein kleines
Accessoire gebaut. Eine Dusche. So, wird auf jeden Fall recht interessant werden, ob das Ganze funktioniert. Ist ein ehemaliges British Army Airfield. Nicht sehr lang, nicht mehr sehr lang, weil das alt schon bewachsen ist. Aber prinzipiell eine echt schöne Ecke hier. Sind zwar ein paar hundert Kilometer zu fahren, aber passt. Ja, ich habe mich hier ein bisschen, breit gemacht. Bisher war noch nicht notwendig, die Markise aufzumachen. Im Übrigen zur Markise habe ich dann noch Neuigkeiten. Die ist falsch rum. Also zumindest die Wände sind falsch rum. Das sind die falschen Wände, aber da kommen jetzt hoffentlich bald die richtigen Wände. Temperaturen sind auch sehr angenehm. Man sieht ja, es ist noch Sonne. Hier gegen die Sonne das Windrad. Da bin ich denn vorhin auch mal hingeflogen. Vielleicht habt ihr schon festgestellt, ich habe mir nach 2 Jahren endlich mal ein Gerät geleistet, was ich mir schon lange leisten wollte, und zwar eine Drohne. Die DJI Mavic Mini 2. Und mit der werde ich jetzt versuchen, das eine oder andere Mal ein paar vernünftige Luftaufnahmen zu machen. Gut, aber jetzt erstmal duschen. Wahnsinn, hat super funktioniert. Zwar muss ich mir da noch ein bisschen was ausdenken, dass es vielleicht noch ein bisschen komfortabler ist, aber gefällt mir. Weil eigentlich soll ja hier eine Dusche rein. Aber es geht doch mal aus dem Kanister. Sehr schön. Endlich wieder sauber. Jetzt gibt's Abendbrot. Ich habe mir hier bei eBay Kleinanzeigen ein paar Wolffelgen günstig geschossen. Das sind originale Wolffelgen. Die halten 2200 Kilo aus, also Tragkraft. Und die werde ich jetzt zum Sandstrahlen bringen. Und dann kommen da neue Reifen drauf. Und so sehen die Dinger dann fertig aus. Aufgezogen, ausgewuchtet, aufgeblasen. Und fertig zum Anbau. Schöne Räder. Gefallen mir echt gut.